Ah, nice. Du coup, là, c'est là ça descend. Jungs, ihr müsst gehen, ja, mein Vater kommt gleich. Hä? Wie, wir müssen los? Ja, Mann, mein Vater ist voll anders, der ist streng und der ist gar keinen Bock, dass er Stress macht oder so, wenn ihr da seid, deswegen. Ja, und wir können trotzdem hier bleiben. Mein Vater ist doch auch streng. Tust ja. du, als wäre dein Vater richtig schlimm, Alter. Ich sag ja nur, mein Vater, der ist anders, der ist streng. Junge, du tust so, als wäre dein Vater Olympiasieger bei Schuhe werfen oder so, Alter. Mein Vater ist doch auch schlimm. Ja, ich sag ja nur, ich hab gar keinen Bock, dass irgendwas passiert und Stress, dies, das, weil mein Vater, der dreht schnell durch. Bruder, chill mal, wenn der Vater kommt, wir können in ein anderes Zimmer gehen, kein Problem, ja. Mach was ihr wollt, ich hab euch gewarnt. Jo, jo, Jungs, geht ins andere Zimmer, mein Vater ist da. Boah, Junge, ich spiel doch gerade mal. Geht einfach mal. Jo, ich spiele. Junge! Seid ruhig, ne? Mach keinen Flachs. Ist dein Vater so schlimm, ist halt so. Ich hab gar keine Ahnung. Hey, Papa! Schön, dich zu sehen. Meine Sohn. Komm rein. Hey. Ah, nice. Warum hier immer kaputt? Kaputt. Du kaufst T-Shirt hier kaputt. Warum du nicht kaufst ganz normale Sachen mit ganz normalen Leuten, hä? Warum meckerst du immer? Komm doch einfach rein. Deine Zunge nicht gut, hä? Hören? Nicht gut. Du musst deine Boden waschen, ein bisschen dreckig. Das ist mein Zimmer. Fühl dich wohl. Nein. Hey. Okay. Hey, warum du Kaffee? Geld, hey? Hast du keine Ahnung in einem Kaffee? Du kaufst nur die komische Farbe, hey? Was ist das, hey? Papa, du hast keinen Style, du hast keinen Geschmack. Gelb ist eine schöne Farbe. Das sagt jeder, der in meinem Zimmer war. Gemacht. Geschmack. Was ich mach, hä? Du hast keinen Style, Anais. Du hast keinen Style wie dein Vater hat Style. Wenn man mich guckt, man weiß, dieser Mann, der hat Style, aber du hast keinen Style, Anais. Du hast keinen Style. Ha! Große Bett. Sehr großes Bett, warum so groß? Papa, ich brauche dein großes Bett. Bei dir zu Hause, ich hatte immer Rückenschmerzen. Auf diese Gitterbett, diese Doppelbett. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Mach deinen Mund zu, hä? Mach deinen Mund zu. Jetzt rede über mein Haus, du hast da immer so geschlafen bis 10 Uhr, hä? Jetzt rede ich Rückenschmerzen. Ich mach gleich Rückenschmerzen. Ja, ich sag ja nur. Großes Bett. Hey, Anais. Ha! Anais, deine Bett ist sehr groß, hä? Deine Bett ist Trampolin, hä? Ich will nicht wissen, was du machst auf diesem Bett, weil du bist ein erwachsener Mann. Ha! Hm! Anais, dieses Bett ist ein gefährliches Bett, hä? Du, ich weiß nicht, was du machst auf diesem Bett. Hey, ich brauche auch so ein Bett. Hey, ah, nice. Guck mal. Dieses Spiel, du hast immer gespielt. Hier, du spielst. Ja, ich hab gewusst. Ein nice Spiel. Jeden Tag, du bist noch gespielt. Guck mal. Hä? Du spielst nicht hier, du spielst auch hier. Du spielst zweimal am. Einmal, du spielst zweimal. Nichts gut. Immer zu viel Spiele. Aber diese Bett. Top. Ach übrigens, willst du was trinken? Ah, ich bin in diesem Haus seit 2 Stunden, du hast gewusst, du kannst mir sagen, ich kann was trinken? Hä? Du musst nur lernen, Maniere. Wenn ich reinkomme, du musst auch was sagen, trinken. Ja, ich möchte trinken, meine Hals trocken. Papa. Bitte. Hol mir Wasser. Papa, ich habe Orangensaft, Traubensaft, Apfelsaft, Zitronensaft,
Ananassaft, Bananensaft, du kannst alles trinken, nicht nur Wasser. Hast du deine Ohren Probleme oder hörst du nicht? Wasser! Kein Problem. Ich will nicht wissen, ob du hast Cola, Fett. Ich trinke Wasser. Ich hab alles da und du willst Wasser trinken, nur Wasser. So wie zu Hause, jeden Tag nur Wasser. In meinem Haus, man trinkt gesund. In deinem Haus, Cola, Fanta, das ist nicht gut. Zucker, 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 Diabetes. Ich mache mir Diabetes. Wasser bitte. Wie du willst, ne? Wie gesagt, schau dich hier um, fühl dich wohl. Ich hole eben Wasser, was zu essen. Mach's dir gemütlich. Oder ist voll langweilig, ja? Ja, aber boah, richtig langweilig, ja. Ey, Gideon. Ich habe eine Idee, ja. Lass mal seinen Vater erschrecken. Hier, nimm. Hey, was soll ich damit? Ja, lass deinen Vater erschrecken. Ich weiß nicht, ja. Er hat doch gesagt, der ist schlimm und so. Junge, warum hast du so große Angst, Alter? Der ist sowieso voll alt. Als ob du uns beide schlagen kann. Okay, lass machen, lass machen. Zieh mal an. Was ist los? Mein Vater ist im Fernsehen, Bruder. Hey, was passiert?